Hallo meine Freunde, hier mit einem neuen Video aus Fuerteventura. Vielleicht sieht man das hier im Hintergrund. Wir sind hier schon gerade hingefahren nach Ajui. Ich hoffe, das wird so richtig ausgesprochen, Ajui. Zu den Höhlen der Piraten von damals. Ja, ich will nicht allzu viel verraten. Ich nehme euch mit und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Vlog, mit dem nächsten Video. Wie man sieht, ne? Haust da rein und viel Spaß. So, auf dem Weg zu Ajui gibt es hier noch so eine Aussichtsplattform. Da haben wir kurz einen Stopp gemacht. Eieieiei. Aber ist nicht steil, ne? Wow. Wow. Da ist dann so eine andere Aussichtsplattform. Die nennt sich irgendwie Mirador Astronomico oder sowas. Da gehen wir auch gleich hoch. Da soll man angeblich so über diese ganzen Berglandschaft. Also werdet ihr gleich sehen, ne? So. Lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Jetzt ist aber sehr, sehr bewölkt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar cooler ist. Weil jetzt sieht man da oben auch schon ein bisschen die Wölkchen. Angekommen. Bisschen hardcore, aber hat sich gelohnt. Wow, es geht. Nicht so mit einem Auge. Das Auto da, das habe ich richtig nah. Ja doch, das geht. Hoch, bisschen difficult, ne? So paar Stüfchen, ein paar Meter geht's hoch, aber das kriegt man schon hin. Also super Ausblick. Klar, sonst kann man hier nichts machen. Nur ein bisschen gucken, ne? Aber wenn ihr irgendwie hier in der Richtung seid, fahrt, dann gerne anhalten. Mirador Astronomico, irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wir haben auch gemerkt, dass es nicht Ajui heißt, sondern sehr wahrscheinlich Ajui. Auf die polnischen Leute wissen, ist ein bisschen ein komisches Wort, aber wir sind da. Kinders, wir sind da. Schwarzer Steinstrand, da hinten sollten irgendwo noch Dings, glaube ich, sein, Höhlen. Ja, wir gehen da jetzt erstmal hin und viel Spaß. So warm. Man sieht einfach nichts. Ich bin das erste Mal in so einer richtigen Höhle. Das ist wie bei Horror gerade. So Horrorfilme. Wow. Schnell raus hier der. Jetzt wird es auch langsam wieder hell. Alter, man kann echt tief in die Höhlen rein. Das ist halt geil.
Jetzt geht's an den Strand und dann einfach chillen, schwimmen. Zu viel rumgelaufen hier. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin so am Ölen. Das ist unglaublich. Wir sind hier im August, ne? Also Ende August ist jetzt gerade. Und super Wetter, ne? Klar, Kanaren sind immer dafür bekannt, dass das ganze Jahr super Wetter ist. Ganz kurzer Tipp von meiner Seite. Wenn ihr wirklich hierher kommen solltet, zu den Höhlen, nehmt euch festes Schuhwerk mit. Ganz wichtig, geht da nicht mit Sandalen hoch oder so. Es ist auch gar nicht so voll. Also klar, viele Touristen sind hier schon, aber ich finde, das geht noch. Also ne, man hat immer sein Plätzchen, man kommt durch. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie im Juli oder so schlimmer ist. Von daher alles okay. Ja, ich muss einfach ins Wasser. Ich muss einfach mich abkühlen. Da ist es schon. So, für uns geht's weiter. Wir fahren jetzt nach Barranco de las Penitas oder sowas. Halt mal bitte. Ja. Ist auf dem Weg, also 8 Minuten ungefähr entfernt von hier. Ich habe eigentlich keinen Bock, weil man muss da wieder wandern und ich öle wie sonst was. Aber wir machen das, ne? Super. Dann geht's weiter, wenn wir da sind. Huhu. Der Weg. Bisschen difficult, muss ich sagen. Und wir sind jetzt gerade noch am Anfang. Das heißt, wir müssen da noch ungefähr bis da nach oben irgendwo. Ich sehe gerade selber nicht, es ist viel zu hell. Ja. Let's go. Irgendwie gerade so ein bisschen komisch, weil da überall ist Zaun. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen jetzt wirklich hier hoch. Also, ich weiß nicht, das ist ein bisschen lebensmüde. Aber da, wo der normale Weg ist, ist alles umzäunt. Ist richtig? Sieht aber schon mal sexy aus. Wir sind einfach falschen Weg gegangen. Also normalerweise gibt's... Ja, da oben ist eigentlich ein Weg und wir sind hier einfach durch, ja, ein bisschen rumgehüpft wie so ein paar Äffchen. Ja, ich habe jetzt auch Kopfschmerzen, kein Bock mehr. Ich glaube, wir fahren nach Hause. Sieht aber sexy aus. Vielleicht sogar besser von hier als von da oben. Freunde, wir sind durch. Das war heute auch ein bisschen too much, muss ich sagen. Auch diese Hinfahrt, alles drum und dran, echt viel gelaufen. Und dann noch so ein Ding zum Abschluss, ist schon hardcore. Also ich sag euch ehrlich, sieht sehr geil aus, aber kommt hier entweder fit oder mit genügend, wie soll man das sagen? Mit genügend Bock, mit genügend Equipment, Wasser, alles drum und dran. Wir sind hier schon fast am Ende. Und hier will ich auch den Vlog erstmal beenden, weil wir fahren jetzt nach Hause, dann kommt eigentlich nichts Neues. Also wir gehen dann vielleicht noch an den Pool oder irgendwie an den Strand bei uns unten. Das habt ihr ja auch schon in dem anderen Teil gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe dicke Kopfschmerzen langsam. Da merkt man, auch wenn es windig ist, heute war entspannt, aber auch wenn es windig ist, man darf die Dings hier nicht unterschätzen. Die Hitze, also das ist schon wirklich hardcore, jetzt weiß ich nicht, wo ich weiter muss. Aber ansonsten... Ja, ich würde mich freuen über ein Like, über einen Kommentar, über ein Abo, dass wir das Ding hier weiterverfolgen können. Ich kann nicht mehr. Ab ins Auto, ab nach Hause und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann.